Sehr geehrte Damen und Herren, ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Evolve. Darwin hätte seine wahre Freude an diesem Spiel und wer aber mindestens genauso viel Freude hat, das ist in alphabetischer Reihenfolge. Einmal der Robli, ich grüße dich. Hallo. Und dann das wahrscheinlich einzige sprechende und spielende Sofa der Bundesrepublik. Ich begrüße Smirk und Snorks vom Zweikampfsofa. Grüße euch. Ja, hallo. Vielen Dank für diese sehr eloquente Anmoderation. Ich glaube, wir müssen wir müssen noch ein bisschen üben, um die Eloquenz und Ausdrucksstärke eines McRalf irgendwie an den Tag zu legen. Aber es war natürlich auch besonders für euch, Sofa. Also, genau. Das haben wir ja auch dabei. Ja, für ein Sofa ist das relativ gut. So, wir stürzen uns ins zweite Spiel. Wir haben uns auch fest vorgenommen, diesmal das Monster auch mal zu erledigen und uns nicht vom Monster erledigen zu lassen. Genau. Letztes Mal war uns das eigentlich egal. Da haben wir einfach so gespielt. Genau. Diesmal haben wir einen Plan. Dabei sein ist alles und so. Das ist nicht schön zu reden im Nachhinein. Das war einfach scheiße. Das war unser erster Versuch. Das war zu erwarten, dass es ein Fail wird. Das muss man einfach mal so direkt sagen. Mhm. Es hat mich wirklich, wirklich überrascht, wenn wir es geschafft hätten. Ganz ehrlich. Du bist so negativ eingestellt. Das ist unglaublich. Ja, also, es ist ein Spiel, wo es darauf ankommt, dass man perfekt seine Rolle beherrscht. Und wir stürzen uns das erste Mal rein. Es war doch irgendwie klar, dass wir es nicht schaffen, unsere Rolle perfekt zu beherrschen im ersten Moment. Boah, ich hatte immer die Illusion, dass ihr gute Spieler seid. Also. Ah, okay. Ja. Ja. Also ich hatte ja die Hoffnung, dass ein eloquenter, 23 Level über uns stehender Spieler uns einfach so durch das Spiel führt. Hatte ich auch gedacht, ja. Genau. Also der Level ist gekauft. Okay. Geisterfalle. Okay. Diesmal übrigens auch mit dem Smirk. Ja, oh ja, schön, ja, Smirk ist dabei. Ja. Halleluja. Ja, ob uns das hilft, weiß ich noch nicht. Aber ganz genau. Obwohl das mit dem Laden jetzt erledigt ist, wird er trotzdem noch mit Füßen getreten. Ja. Und mit allem anderen, ja. Man muss ihm halt sein gewohntes Umfeld bieten, weißt du? Oh, das ist nicht nett. Toll. Das harmoniert da. Sehr in meine Bettlaken und Kissen reinweinen. Und das ist genau. Also bitte, liebe Zuschauer, flamed den Snorks ein bisschen dafür, dass er hier so unfaire Kommentare loslässt. Sag mal, auf wessen Seite stehst du eigentlich? Alles gut. Erledigt sich von mir noch ein Wolf hier? Genau. So, genau, also, jetzt können wir uns die Rolle auswählen. Exakt. Ich bin mal wieder der Mediziner oder die Medizinerin. Für den Anfang ist es nicht schlecht, wenn wir erstmal bei Charakteren bleiben, die wir schon hatten. Ich bin der Support, ja. Ich bin der zigarrenrauchende, dicke alte Mann. Das passt ja. Ich habe keine Ahnung, was ich mache. So hässlich. Ich wähle einfach mal. Mhm. Ich kann meine Waffen jetzt 50% schneller wechseln. Fantastisch. Das ist super, ne? Toll. Der Snorks hat den Hide genommen, okay. Der hat einen Flammenwerfer jetzt anstelle der Blitzwaffe. Ja, ich hoffe, dass ich mit dem einfach permanent schießen kann, mit dem Flammenwerfer, und nicht wie dieses Elektroteil mitschießen kann, obwohl ich es habe. Das hilft doch keinem. Meteor Goliath ist der Bot. Exakt, also aber ich bin auf jeden Fall wieder groß und dick. Sehr gut. Ja. Dick. Hat dir beim letzten Mal auch nichts geholfen, aber es sieht zumindest sehr beeindruckend aus. Genau. Schlank und gut aussehend und weiblich. Ja, und stecke meinen Hintern gerne in Lederanzüge. Ah, das ist herrlich. Das fühlt sich so gut an. Ja, ich habe ganz viel Wolle auf dem Kopf. Wolle? Ja. Oh, wir haben hier ein Intro für die Typen. Ja. Ah, okay. Das haben wir jetzt noch nicht gesehen. Tut mir leid, dass wir das jetzt haben. Und zwar unterschiedlich natürlich. Gut aufpassen. Sage ich euch so. Gut aufpassen. Das gefällt. Das gefällt. Flammenwerfer? Ja, der vor allem auch seine Granaten, die kann der wirklich mal werfen und nicht nur so ablegen wie diese Minen da. Ah, okay, okay. Mache ich Giftschaden, das ist schon gut. Okay, wir sollten nur vermeiden, selbst durch diese Giftwolken zu laufen. Die verlangsamen uns nämlich. Was ist die? Stell dich mal nicht so verzogen an, so ein bisschen Gift hat noch keinem geschadet. Okay, wenn du das sagst. Nee, so mutig bin ich nicht. Als Spionin muss man nicht mutig sein? Nee, gar nicht. Man schlägt sich mit Papierkram rum und streitet sich mit seinem Vorgesetzten über Reisespesen. Reisespesen? Bringst du keine bösen Leute um und verführst heiße Typen wie in den Filmen? Nein, es ist eher so, hey, warum müssen wir in der dritten Klasse reisen? Da kommen wir total angepisst am Einsatz. Und dann heißt es, wir haben nicht die Mittel für die erste Klasse. Wendet euch an den Staatssekretär. Und da schalte ich dann ab. Wow,
Da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Das klingt echt langweilig. Ja, soweit ich weiß, habe ich noch nie... Ich bin als Erster raus. Vielleicht mal aus. Wieso hast du als Einziger wieder Texte, die eingeblendet werden, die sowieso kein Mensch lesen kann? Weil es geht. Ja, weil man's du wieder was verbockt hast. Ne? So, genau, wir sehen noch, doch ein paar Spuren sehen wir, aber Daisy hat auch gerade die Fährte aufgenommen. Daisy hat die Fährte aufgenommen. Ich habe ihn gesehen. Tarnung an? Ja, das war der Meteor Goliath, ja. Oh, wie geil. Der Support kann uns unsichtbar machen? Ja, der kann sich unsichtbar machen, ja. Nee, nicht nur sich, sondern uns. Ja, wenn du in der Nähe stehst. Hier ist er, bei mir ist er, bei mir ist er. Da oben. Ja, verlaufen. Na toll. Er springt nach rechts. Ja. Okay, ich schnapp mir mal eine Falle schon mal. Da vorne, da vorne. Ja, da vorne. Schnell, wir sind ziemlich nah dran. Sehr, sehr detaillierte. Und wir haben diese Markierung gesetzt hier. Achtung, der Stein ist ein Lebewesen. Gut, sehr schön, ihr seid drum rumgelaufen. Siehst du die gelben Markierungen? Die gelben Punkte. Die setzen wir. Nee, das sind wir. Die Markierung ist Daisy. Nein, das machen wir. Mit dem rechten Stick, indem wir auf R3 drücken. Das ist eine andere gelbe Markierung. Mann, Gott, nochmal. Sehr schön. Ihr müsst schon detaillierter mit Vorsicht. Mir reden, weil gelbe Markierungen habe ich 3 Stück im Bild. Diese gelben Punkte machen wir. Ja, das habe ich dann auch gelernt. Auf was schießt ihr da? Ich schieße auf irgendeine. Auf welche Viecher denn angreifen? Einfach weiter ran. Viehzeug, genau. Ja. Viehzeug. So. Ich schieße auf irgendetwas Unerwartetes, sagt der Charakter hier auch. Ja, ist klar. Unerwartet. So, die Stärke des Goliath ist ja, dass er unglaublich weit springen kann. Und ich habe ihn gesehen, okay. Hier ist er, hier oben. Zurück oben, er geht gerade zurück. Ja, da oben ist er. Da, seht ihr das? Da hinten. Oben rechts. Also es ist lange aus. Es wird auch immer brav noch wegrennen. Das heißt, wir müssen echt Glück haben, dass wir mal rankommen und diese Falle auswerfen können. Da unten. Da war er gerade. McGrath läuft schon richtig. Da unten ist er. Ich werf die Falle aus, ja? Sichtkontakt zum Monster. Okay, ich werf sie doch noch nicht aus. Habt ihr ihn vor euch? Greift euch an. Was soll das? Ja, Smirk ist direkt bei ihm. Aber er ist zu weit weg für deine Kugel, glaube ich. Ja, er wird nicht fangen, warte. Ja. Ich behalte ihn mal in der Hand. Ich behalte sie gleich mal in der Hand. Achso, warte mal. Okay. Seht ihr ihn? Nein, ich hab ihn verloren. Da hinten, doch, da hinten ist er. Goliath, eröffne das Feuer! So, ich hab ihn gerade betäubt, er läuft jetzt langsamer. Ja, okay, wir sehen's. Und er markiert es ja auch, schnell hinterher. Genau, also ich habe hier zum Beispiel als Val eben so eine Betäubungspistole, die ihn auch gleichzeitig markiert, nämlich. Das ist, man muss echt immer darauf achten, was man für Waffen hat. Ja. Oh, das. Ich bin zu groß und zu schwer. Er hat was gefressen. Wo war er hier gerade? Vorsicht, das ist wieder ein Monster. Nicht rangehen. Ja, ich weiß. Und wo ist das Monster wieder hin? Wir haben es verloren. Nee, da hinten. Sehr gut. Die Vögel aufgeschreckt, da ist es. Smurf ist direkt dran. Oh. So. Ach schon. Fall ist raus, rauf da! Ja, sehr schön. Ich liege! Er spoilt auch Feuer, Vorsicht! Ich liege! Stimmt, einer von uns ist down, wer ist denn da down? Ich schrei seit 100 Minuten, ich liege! Ich aber ich will. Du bist fast tot, wieso liegst du da oben? Da unten? Weil ich nicht mal reingekommen bin in diesen komischen. Weil mich dieses dicke Viech, was hinter der. Hilfe! Hier, direkt neben dir! Ich bin am Boden! Nicht mehr, gut. Nee, nicht mehr. Autsch! Shit, ich brauch auch bald Heilung. Fuck. Oh, ich bin down, glaube ich. Ich bin down. Ich hol dich. Wieder? Okay. Na, sie haben nicht mal sein Schild runter, Leute. Wir haben nicht mal sein Schild runter. Er haut wieder ab. McGrath, Heimer auf dem Weg, alle. Und. Jo. Da ist er links das rein. Ist das da vorne. Das ist voll hektisch. Ja, es ist sehr hektisch, das stimmt. Wow. Vorne war er gerade. Ich hab irgendwie gerade so einen Bombenhase. Vorsicht, da ist so ein Monster, Vorsicht. Ich hoffe, ich hab nie mal umgebracht dabei. Ich lag sowieso am Boden, also. Nicht an den Stein ran hier vorne. Okay. Ah, shit. Genau, an den. Ich sag's noch. Schöne Sache. Das Vieh macht schon. Aua. Ja, und zwar richtig. Alles gut. Ich glaube, er ist down, oder? Ja, er ist down. Also Achtung, große Steine können auch leben in diesem Spiel. Krass, ey. Oh. Kannst du dich auch selber heilen, Medic?
Ja, ich habe hier so einen Hallnebel, also dann heile ich mich und jeden, der in meiner Nähe steht. Also ich setze den in der Regel ein, wenn irgendeiner von euch dabei ist. Das sind doch solche Vögel, die Leichen fressen. Der ist auch grün. Cool. Ja. Ein Halbfuchs. Okay, meine Arena ist wieder aufgeladen. Rechts, irgendwo rechts war er gerade, ich habe ihn gehört. Haben, die Richtung. Ja, ich habe ihn gesehen. Ja, da hinten. Da vorne. Sichtkontakt zum Monster. Das ist, er ist noch nicht nah genug. Also der dürfte kurz davor sein, sich zu Phase 2 entwickeln zu wollen. Arena ist raus. Ach, der hat schon. Der hat auch schon Phase 2. Ach du Schande, eben, der ist verdammt groß. Hat er schon, verdammt. Oh. Ich bin am Boden. Einer ist schon down. Ja, ich warte jetzt mal hoch. Er geht gerade auf mich. Daisy kümmert sich. Daisy hat Probleme. Wisst ihr auch, dass ihr ausweichen könnt, wenn ihr zweimal die X-Taste drückt? Okay. Medic ist tot. Shit. Es läuft ja richtig gut für heute. Zum Thema, ich komme aber in... Oh, alle drei er hat sich so richtig erwischt. Fuck weg. Oh shit, Alter, ich bin der Letzte, ich bin auch down. Die Falle ist kaputt. Daisy rettet die Tage. Das läuft ja super hier. Super, yeah, das Monster hat gewonnen. Alter, ist das nicht gut? Schade. Das lag, glaube ich, auch nur daran, dass der Wolf kaputt ist. Lass mal kurz eine Teambesprechung machen. Profis, würde ich sagen. Teambesprechung. Smurf, du kannst uns unsichtbar machen, nicht wahr? Ja. Das heißt, du machst, sobald einer down ist, uns unsichtbar, damit wir ihm problemlos hochhelfen können, okay? Vor allem, wenn McGrath down ist. Okay, okay. Das ist, wie bitte? Ja, warte. Irgendwie muss ich meine Fallen sinnvoller nutzen. Ich weiß nur nicht wie, weil das Problem ist, sobald ich eine setze, sind die meistens sofort wieder zerstört, weil das Ding sie angreift. Das heißt, ich muss eigentlich auf Distanz gehen. Und dann sind die weg. Ja. Das kannst du genau. Was ist der Schildprojektor? Was macht der? Das ist im Endeffekt so ein Strahl. Nee, das ist ein Strahl, den du auf einen anderen Mitspieler schickst und dann ist der unverwundbar in der Zeit. Also genau das ist es. Sagst du mir jetzt, cool. Du musst quasi einfach den Assault am besten, immer mit diesem Schild-Generator beziehungsweise quasi den beschützen. Halt, der angegriffen wird. Also eventuell dann auch einfach den McGrath in dem Moment, wenn er angegriffen wird. Okay. Beziehungsweise, wir können es zum Beispiel so machen. Wir können, dass ich den Assault mit meinem Heilstrahl heile und der Support schützt mich wiederum mit dem Schildstrahl. Ja, ich glaube, das und muss man dynamisch machen. Der Letzte in der Kette bin ich. Verstanden. Also wir probieren das jetzt nochmal, habe ich rausgehört. Ja, ja. Okay. Ja. Also ich werde auch mal mehr meinen persönlichen Schild nutzen, weil den nutze ich irgendwie viel zu selten. Du hast ein persönliches Schild? Ich habe ein persönliches Schild. Hast du aber das bringt ja auch nur was, wenn du angegriffen wirst, ne? Ja. Ja, schon klar, aber das habe ich halt auch in Teilen nicht gemacht. Aber das wäre auch vielleicht clever, den zu nutzen, dass wenn einer down ist, du den heilst und dein Schild dafür aktivierst zum Beispiel. Sowas halt. Das Problem ist irgendwie, ich halte da meine Waffen drauf und ich habe nicht das Gefühl, dass es wirklich Schaden macht. Also, da muss der McGrath dann am besten nichts. Die Schwachstellen markieren, dass wir dann auf die Schwachstellen schießen können, damit wir direkt auf die Leben gehen und nicht auf das Schild. Die Schwachstellen muss ich eigentlich schon markieren, wenn wir das Monster sehen. Das heißt, sobald wir im Kampf sind, muss ich mich eigentlich darum kümmern, euch am Leben zu halten. Weil wenn ich das nicht tue, dann fällt einer nach dem anderen. Oh Gott, den Geist, Alter. Okay, wow, das wird interessant. Das heißt aber auch, dass ich als Supporter auch gar nicht drauf rumballer, sondern du supportest halt. Überhaupt nicht, du supportest. Der Assault macht den Damage. Du bist derjenige, der sich darum kümmert, dass derjenige, der gerade angegriffen wird, mit dem Schild versorgt wird. Das ist deine Aufgabe. Okay. Und halt uns gegebenenfalls unsichtbar machen. Okay. Also. Schild, genau. Du kannst auch mal schießen, wenn du gerade nichts anderes machen kannst, aber im Prinzip kämpfst du nicht. Du schießt nicht drauf, genauso wie ich auch nicht. Okay. Ich bereite irgendwo Hinterhalte vor und versuche dann, ihr müsst aber auch, wenn ich sage, kommt zu mir, versucht wirklich zu mir zu kommen, wenn ich die Feinde vorbereitet habe, dass wir ihn da mal kurz aufhalten können oder so. Ansonsten, wenn ihr auf euch geht, immer wegrennen. Glaube ich, das ist das Sinnvollste. Wenn ihr merkt, ihr geht auf euch, lauft weg. Nicht draufballern, sondern sofort abhauen. Geht mich nichts an. Nicht meine Sache. Wollte nicht neugierig sein oder dich wütend machen. Hast du Angst vor mir, Hyde? Was? Nein. Nein. Ein bisschen vielleicht. So ein bisschen vielleicht. Nicht schlecht. So, jetzt abwarten, ich bin wieder der Größte und Schwerste. Also rein nach Gravitation mäßig müsste ich, wenn ich da runterfalle, als Erster abholen. Springst du aber von rechts nach links, oder nicht? Müsste aber jeden überholen, oder? Ja, aber bei dem kurzen Stück, glaube ich, kommt das nicht so sehr auf die Masse an. Das ist ja auch ein anderer Planet, da herrschen ganz andere Anziehungskräfte und ganz andere physische Gegebenheiten. Ich meine, das gibt mir ja ein bisschen Hoffnung, wenn es einen Planeten gibt, wo es nicht auf die Masse ankommt. Ja. Das müssen wir nur noch finden. Ne? Wahrscheinlich trotzdem Kulturen, wo es auf die Masse ankommt, aber beim Planeten ist es dann zumindest anders.
Ja, manche Menschen haben ja die Masse, die sind fast ein Planet. Oh, jetzt geht's los. Ich hoffe, du hast nicht in dem Moment irgendwie zur Seite geguckt oder so, als du das gesagt hast. Was soll das denn jetzt heißen? Nee, hab ich nicht gemacht. Wir haben ja nicht über Intelligenz gesprochen. Merkt ihr eigentlich, wie Robli versucht, euch gegeneinander auszuspielen? ich hab's wirklich. Und merkst du eigentlich, dass ihm das gelingt? Oh Mann. Ich hab's wirklich so gemeint, wie ich es gesagt habe. Ich meinte wirklich, dass ich es nicht gehofft habe. Nicht, dass ich irgendjemanden verstanden wollte. Ja, nee, ist klar. Wirklich? Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wo ich hinrennen soll. Ich werd wieder von irgendwas angegriffen hier. Warum echt? Greift mich alles könntet an? Könntet ihr mal aufhören, euch angreifen zu lassen? Ja. Genau. Bleibt mal zusammen hier. Ja, Smirk, warte mal ganz kurz. Ne? Nicht stupide voran. Ich bin schon gleich da beim Vieh, ich seh schon gleich da. Okay. Er ist gut, aber allein hast du keine Chance, ne? Au, ich werd schon wieder angegriffen! Von riesigen Fahrzeugen! Smirk, bleib mal hier bitte, nicht so weit voran. Warte, ich geh zurück, ich hole ihn. Wir müssen jetzt den anderen beiden helfen erstmal, komm zurück. Ich bin gleich richtig tot, ich bin gleich richtig tot. Ich bin tot. Super, das ist ja richtig geil. Ja, ich muss es wiederholen, weil es hört ja keiner zu. Ja, man, das ihr wisst, wie das im Kindergarten ist, ne? Im Kindergarten immer schön in Zweierreihen zusammenbleiben. Hinter euch war ich nochmal, ja? Ich war hinter euch. Ja, du schon. Also, du kommst in 1 Minute 40, kommst du mit dem nächsten Landungsschiff wieder rein. Wir verfolgen das Monster, wir versuchen ein bisschen was zu machen, aber Hauptziel ist jetzt gerade mal nicht zu sterben und auszuhalten, bis wir reinkommen. Ja, Achtung, da steht was Großes. Ja, genau das. Genau das Große. Warum, was will das? Ich weiß ja nicht. Haben wir dieselbe Definition von etwas Großem? Er ist tot, glaube ich. Nee, noch nicht. Oh, hier ist was Großes. Er ist tot. Er hat einen Perk. Jetpack-Ladegeschwindigkeit erhöht, okay. Oh, das ist super. So das ist super. Ja, das ist super. Das hinter Daisy her. Oh, das ist wieder so ein Vieh, Vorsicht. Ihr müsst auch einfach, wenn es geht, einfach wegrennen, wenn ihr von irgendwelchen Viechern angegriffen werdet. Dann lasst ihr euch auch nicht mit denen aufhalten, ja. Ich war einfach im Mund von so einem Viech auf einmal, ich hab nichts gemacht. Ja, dann ist er doof. Ja. Kann man so sagen. Ich habe auch den Smirk kritisiert und nicht dich, sondern der Smirk ist halt ewig vorgerannt und ich wusste nicht, ob ich jetzt. Siehst du? Da kommt schon. Soll ich stehen bleiben? Nee, jetzt ist okay, jetzt kannst du laufen. So, ihr habt ein riesengroßes Vieh hinter euch. Hat aber gerade nochmal Glück gehabt. Bist du noch da, McGrath? Ich bin voll da. Ich hab euch. Ich beschütze euch den Hintern. Ihr kriegt das gar nicht mit. Ich bin der gute Engel im Hintergrund. Richtig. Sehr gut. Wahnsinn. So. Ich weiß, wo das Monster bleibt. Das muss sein. Irgendwo hier muss er doch sein. Ihr habt das Monster noch nicht einmal wirklich gesehen, oder? Hallo? Ja, es ist der Geist. Der kann sich auch unsichtbar machen, Leute. Ich sehe ihn. Ist er das? Da war er. Ja, nee, doch nicht. Das Vieh greift uns an, wo wir jetzt hingehen. Vorsicht, das ist aggressiv. Ah, shit. Lauft einfach weiter. Ignoriert das. McGrath hat uns dann gleich wieder. Jo. Wo bin ich? Monster hat sich evolutioniert, Leute. Schon gut, keine Panik. Aber wir haben den Snorks wieder. Das läuft super, sag ich euch. Ja. Gut. Smirk, wo bist du denn? Ach, da vorne bist du. Okay, alles klar. Ja, ich hab ihn gesehen. Da oben war gerade, ja. Ja. Snorks, bist du in unserer Nähe gespawnt? Noch spawn ich gar nicht. Ich bin noch im Flieger über euch. Okay. Wo seid ihr denn? Wo ist es? Ja, lass trotzdem mal ein bisschen auf den hinterher, warten, oder? Weil Daisy ist... Nee, Daisy ist egal. Lass hier oben lang. Hier oben war das Monster. Okay. Jetzt rennt Daisy auch dahin, genau. Daisy rennt halt wirklich exakt den Spuren einfach hinterher. Die denkt kein bisschen nach. Sie rennt einfach stupide den Spuren hinterher. Genau. Wissen, wenn du es halt besser weißt, lauf einfach einen anderen Weg. Okay, da kommt der Snorks auf jeden Fall rein. Ich höre ihn. Jo. Oh, Vorsicht, irgendwelche Viecher. Oh, Alter! Einfach überspringen. Den Kopf abgebissen. Ja, ja. Hm. Hat hier wieder gegessen. Ja, ja. Oh, Snorks, aber fett gegessen. Ja, ich teile mal so ein Ding am Popo hier. Okay. Oh, shit. Jetzt bin ich bei mir. Jetzt bin ich vergiftet. Okay. Seid ihr weg von den Viechern? Okay. Alter, was so, wo läuft denn eigentlich Daisy hin? Oh, das ist Monster. Es greift uns an! Was? Wo? Ich seh's hier. Nicht mal. Irgendwo. Hier. Fall ist raus. Hier irgendwo. Das ist cool. Ich platziere die Fahne nach oben. Da oben. Los durch die Nacht. Ja. Lock den hier runter. Ich hab den Fall platziert. Dann wird er zumindest erstmal festgebackt. Leute, kommt hier runter zu mir. Ich bin am Boden. Dass er zu mir kommt. Medic down. Geht hier niemand hoch? Wer ist das? Smirk? Du kannst ein Schild machen, oder? Oder Snorks? Okay, dann Daisy, hol den hoch. Ich kann ihn ab. Wo ist er denn hin? Da oben.
Also Smirk kann sich zum Beispiel unsichtbar machen, neben mich stellen, dann sieht mich nämlich auch das Monster nicht und kann mich währenddessen heilen. Smirk, mach Unsichtbarkeit, los. Jetzt holt ihn jemand. Diese Theorie zumindest. Entschuldigung. Ich bin gleich erledigt. Ja, und er ist oben. Los. Gut. Weil die Dings ist auch gleich weg. Ich spazier hier unten wieder fallen, doch das runter zu mir, das Monster. Ich möchte gleich. Weil du im Boden Fallen sind platziert. Du warst am Boden, ich hab dich wieder hochgeholt. Also, alles gut. Fantastisch. Er kommt her. Sehr gut. Kommt alle zu mir hier nach hinten. Snorkst du auch zu mir zurück, damit das hier zu uns kommt. Hier hinten, wo wir alle sind. Yes, er ist getrappt. Starke, ich bin am Boden. Kannst du wieder Unsichtbarkeit machen? Nee, ist cool. Oh, shit. Komm schon. Bring dich lieber in Sicherheit. Ich hab dich gleich. Verdammt. Nee, sobald er dich angreift während des Belebens, Ja, stimmt. Unterbricht er das. Ich bin tot. Shit, ich lieg noch am Boden, Leute. Daisy holt mich. Ich bin oben. Ah, Daisy ist so ein Schatz, ey. Die Monsterpanzerung ist kaputt. Jetzt können wir ihm richtig eine einschenken. Ich platze hier und fallen wieder. Er haut ab. Hinterher. Ja, hinterher. Ey, passt auf, wir können uns nicht heilen. Smirk ist fast tot, ne? Ja. Ich brauche leider noch 1 Minute 30. Wow, jetzt bin ich ein bisschen hier in Atemnot geraten. Feigen Riesenmäulern. Habesmädchen, okay. Okay, unser Perk ist auch gleich weg. Dann lass den nächsten Angriff ein bisschen abwarten, aber das Monster weiter verfolgen. Dass wir warten, bis McGrath wieder da ist, sonst haben wir keine Chance. Dann sterben wir bloß. Genau, 1 Minute 10, ja, dann. Aber hinten dranbleiben. Wenig hältst du. Kann ich nicht bleiben, dass wir keine Pflaster rausholen oder so? Was gibt's dir da? Ja, ich glaube, wenn du Blut verloren hast, ist ein Pflaster auch nicht so viel so nützlich. Snorks, was für ein Macker hast du eigentlich da genommen? Ganz neun oder was ist das? Das ist der, den ich eben auch schon hatte, falls du mit auch der hast. Mit der Gatling oder was? Ja. Ah, okay. Genau. Der hat einen Platten mit Flammenwerfer. Hat er auch, ja. Auch? Ja. Also, ja, der ist richtig geil. Eins reicht ihm nicht, ja? Eine Waffe reicht ihm nicht. Ich sehe gerade, mein Schiff hat auch so eine Artilleriebeschuss. Wo ist das Monster, Leute? Das ist richtig fett, also... Shit, ich bin down, wenn Leute, wir, ich bin down. Wenn wir das Monster irgendwo in der Kuppel haben, dann machst du diesen Artilleriebeschuss, das haut ihm richtig dick Energie weg, ja. Müssen ihn halt trappen vorher am besten, damit er halt entsprechend an der Stelle sich nicht wegbewegen kann. Oh, wo ist das Monster hin? Hat einer eine Idee? Und ihr seht jetzt oben zum Beispiel, dass sich so ganz langsam das Schild vom Monster wieder auffüllt, das heißt, es frisst gerade. Wo ist denn Daisy hin? Leute, zu Daisy, kommt. Hier hinten. Daisy, dann. Hier hinten. Daisy macht Richtung. Gar nichts. Daisy, die wartet auf uns. Ja. Achso. Eine kleine. Allzeit bereit. Okay. Der McGrath kommt wieder rein. Das Monster finden. Ganz alleine. So, ich bin in jeder Sekunde wieder da. Oh, ich dachte gerade, das wäre das Monster, Alter. Vorsicht, nicht da reinlaufen, das Ding. Shit. Ja. Also ihr seht auch, das KI-Monster ist auch wirklich relativ hart zu knacken. Also bei menschlichen Spielern musst du immer ein bisschen Glück haben, ne? Aber ja, da können halt eben auch Leute da sein, die... Ihr seid beide down, ne, Leute? Ja, aber... McGrath kommt rein, okay. Daisy will ich nicht töten. Okay, McGrath, komm mal her, wir brauchen dich. Wir brauchen alle dringend Heilung. Stellt euch mal alle zu mir, weil dann kann ich diesen Heilfurz loslassen. Okay. Das Monster ist eh gerade Kilometer entfernt. Bleibt mal letztes Mal kurz stehen da vorne. Ja. Wo seid ihr denn? Dann kann ich das sehr effizient. Komm, wir laufen mal zu Snorks vor. Ja, Snorks, warte mal ganz kurz auf uns. Aber Snorks ist mal woanders, wo er nicht hin soll. Also. Ja, irgendwie, es fällt mir auch auf. Negativ. Ja. Warte hier, stopp, wir sind da. Na gut, hau dann Furz raus. So, seid ihr alle bei mir? Was heißt denn hier negativ? Hallo? So. Oh, also, weiter geht's. Shit. Das Monster ist auf dem Weg zu Stufe 3, ne? Vorsicht. Oh, fehlt nicht mehr viel anscheinend. Ja. Der ist entfernt. Weiß ja nicht, wo ihr lang rennt. Seid ihr denn alle schon wieder hin, ey? Das rennt irgendwie also völlig wahllos. Daisy läuft ja hier hoch, ne? Also von ja, dem okay, her. Dann hier lang. Okay. Könntet ihr da unten bitte wieder nicht sterben? Snorks und Smirk. Ich bin einfach dem Monster entflogen. Achso, gut. Irgendwo ist das Monster. Oh, ich hab's, oh shit. Bei mir. Hier war's, ja, hier bei McGrath. Ich bin tot. Macht einer mal bitte Unsichtbarkeit.
Ah ne, er ist schon wieder ganz raus, ne? Scheiße. Ja, ich bin komplett raus. Das ist das, die Gruppe bleibt nicht zusammen, lässt mich im Stich. Es ist ein... Ah, das ist gar nicht so einfach hier bei dem Spiel. Wenn du mal woanders langläufst als alle anderen... Ich bin auch tot. Keine Chance, Alter, wow. Da ist gleich komplett raus, sobald man zweites Mal stirbt, oder? Nee, man kommt dann immer wieder mit dem Landungsschiff. Ja, aber ich meine, ich war diesmal sofort ganz tot und ich lag nicht nur auf dem Boden. Ich glaube, es lag daran, du bist schon mal aufgehoben worden, ne? Ah, es kann sein. Achso, dann wird man... Ja. Ah, okay. Wenn du einmal down bist, bist wiederbelebt und stirbst wieder, dann kommst du nicht mehr rein. Daisy, du schaffst das. Ja, dann hau ab. Daisy. Was eine Enttäuschung. Daisy hätte das Ganze jetzt retten müssen. Ah. Daisy ist, also kein Leckerli heute Abend mehr, ne? Also kein Leckerli für Daisy. Alter Schwede. Das ist unmöglich. Ja, das Spiel ist echt schwer. So, wollen wir mal zur Abwechslung ein Spiel gewinnen? Ich bin das Monster und ihr kämpft gegen mich, ja? Also, erstmal beenden wir das, aber ganz ehrlich, beim nächsten Mal würde ich das Spiel gerne irgendwie mal auf leicht spielen und nicht auf ultimativ hart, wie du hast eingestellt hast. Du hast den Schwierigkeitsgrad nicht geändert. Ach ja, ich habe den allerhöchsten, Ultra, ja, genau. Natürlich. Daran lag es einfach. Aber erstmal würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, wir üben noch ein bisschen oder auch nicht, wie auch immer. Ja. Aber auf jeden Fall wird es noch eine weitere Folge geben, wo wir das Monster dann zumindest angreifen. Auch sehen werden. Von wundervoll. Ich besser, ich sehe gerade in den Optionen. Ciao. Extrem schwach eingestellt. Also wir hatten keine Chance. Genau. Ja. Tschüss. Ich sage Tschüss, ganz ehrlich. Für dich. Oh Mann.